Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und wir sind hier zurück bei Magicka, und David greift schon an. Haben wir weniger zu tun, also. Mann, diese Vögel! Ich glaube, die Vögel machen mir mehr Schaden als alles andere hier. Alter, da oben geht's ab! Alter! Ich habe einfach schon drei umgelegt. Naja, dann machst du es schon. Ich bleib mal hier hinten. Ey, jetzt hab ich David getötet. Na, dann mach mal hier Eis, oder? Danke auch. Bitte. Ah, da kommt die Eisriesen. Ja, ich bin tot. Hau da rein. Oh, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, ich häng fest. Toll. Das ist ja toll, Mensch. Da freue ich mich auch für dich. Tot. Stimmt doch gar nicht. Flatsch. Danke, Schild. Bitte. Danke. Bitte. Ha, nicht mal getroffen, den Schlumpf, ey. Juhu! Ich hasse euer Schwert, ohne Scheiß. Ich liebe es. Ba-ba-ba-ba. Ich liebe es. So, hier habt ihr meine Führung. Ja, ich bin tot. Ich auch. Oh, schon wieder. Da kommt schon wieder Georg, der Nachbar. Ah! Da hat er mich zusammengeschlagen, du. Einer muss mal gucken. Ja, genau. Trotz Heilen gestorben. Was ist da los, ey? Oh, Vögel, ey. Oh, Schwert, ey. Alter! Ja, an Vögeln gestorben. So. Schon da, muss ich sagen. Mein Gott, ey, jetzt. Krankes Mist hier. Ah, die Vögel! Da ist er tot. Es gibt's doch nicht, dass man diesen scheiß Wichser nicht erwischt. Gibt's ja nicht, dass du mich wieder tötest, ne? Ja, du standest 10 Meter weiter weg als der andere. Ja, Vorsicht, Bombentyp. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ey, ich hasse dein Schwert. Dann aufregen bei den Vögeln. Ja, ja, so ist man. Ja, die Vögel sind halt auch Arsche. Ja, aber deins, ne? Dein scheiß Schwert. Ja, mein Schwert ist ja nur toll. 10 Mal um. Mit den Zelten, das ist wie, den, wie mit den Würstchen, der Inhalt zählt. Das ist gerade sein Herz. Diese Atmosphäre sieht schon mal so aus, als ob ich keinen Bock habe, da zu kämpfen. Das heißt nicht Atmosphäre, sondern Umgebung. Alter, okay, wo kämpft? Wo wollten der mich hinten machen, ey? Boah, diese Vögel. Warum kämpfen die schon wieder gegen uns? Unser lieber Vlad hat doch gerade erst gesagt, kämpf nicht gegen die.
Ja, stimmt, da war gerade einer von denen dabei, ne? Ja, was für Mist geworden, ey. Alter, der scheiß Zauberer nervt mich. Boah, es gibt's doch nicht. Ich kümmere mich mal hier unten. Oh oh, bin gleich tot. Tot. Oh oh, wo bin ich? Scheiße. Alter! Tot! Was war denn das eben? Was? Gut? Wo bin ich? Hä? Wo? Wo? Ach da. Du kannst. Du, danke, dass du den Gegner geheilt hast. Danke, dass du mich angreifst. Alter. Danke. Dafür, dass du mich angegriffen hast. Wessen Zau. Achso. Alter, ey. Ich finde die Hand ganz unten links am besten. Da ist auch eine Lego-Hand, ne? Hast du sie gesehen? Weiß nicht, ich hab grad nur auf den Zeigefinger geachtet. Ich hatte nicht mal einen Zeigefinger. Jedenfalls ist da auch so eine Lego-Hand immer, bei diesen Bildern okay. Da, bei diesem Blatt da, ne? Ja, ja. Ja, und da ist auch eine Lego-Hand und die habe ich das eine Mal gemeintig gesehen. Aber das war grad voll cool. Der Anner. Wie sie Frosser. Das sind unsere Freunde wieder. Metaxas. Ja, nee, ist klar. Und tschüss. Kessera. Kessera. Oh, hell yes. Memnu, Chikan. Den Ork, nebe Hawkpork. Hawkpork. Spockbock. Gespart. Hawkpork, Spockbock. Ja, alles klar, danke schön. Hast du schon mal richtig Bock drauf? Danke. Also ich der bin schon mal tot. Teleportiert sich einfach. Habe ich schon mal richtig Bock drauf? Ich bin schon mal tot. Tot. Habe ich schon mal richtig Bock drauf. Danke. Vögel da. Habe ich schon mal richtig Bock drauf. Ja. Boah, teleportiert. Was teleportiert er sich? Er ist ein Zauberer. Das ist doch Hochsbox. Ich bin tot. Lord Voldemort. Hä? WTF, was ist der? Tot. Ja. Ey! Du kleiner Schlingel. Ja, das hat er auch mit mir gemacht. Also, ich bin immer weg, Servus. Alter! Ja, genau. Oh. Oh. Mann, ey, der nervt mich. Ich hab keine Lust mehr. Ne? Oh, Drecksack, ey. Wahrscheinlich haben wir den Mensch so fast down. Da einmal. Mann, ey! Alter, wo? Das soll man nicht mal mit dem Baseball spielen.
Hockball. Lol, was war denn das eben? Hä? Rot. Alter, was war das denn tot? Boah, ganz schön legendärer Tode. Geh weg, du Krabbe. Oh, zwei jetzt? Sitze und einen Tisch. Oh, jetzt sind wir an dem nächsten. Jetzt wird erstmal fett ein Big Mac reingezogen. Was ist jetzt los? Wow. Ach, Schatzi, komm, du bist auch noch gekommen. Ich kann auch wieder gehen. Neum. Na, Schatz? Ja, das war ganz gut. Hast du wohl nicht gehört, was ich gesagt habe? Doch, das war aber trotzdem ganz witzig. EPS. Guck mal, ich hab eine Hand, mit der kann ich Feuer anmachen. Guckt mal nach oben rechts, neben diesem grünen Klumpen, der tropft, ne? Ist das Hundescheiße? Ja, aber ich kann Scheiße schießen. Wie so ein Affe im Zoo einfach. Oh Mann. Ey. Sehr schön, wir haben ein paar Sachen freigeschaltet. Ich glaube, wir müssen uns mal so ein bisschen darüber informieren, was man für Zauber machen kann, weil ich glaube, da ist noch deutlich mehr möglich, als das, was wir hier die ganze Zeit machen. Mm, ja, ich glaube eigentlich auch. Alles klar. Wäre ein bisschen wenig, wenn es nur die gäbe, finde ich. Ja. Na, da hat er jetzt seine Lego-Hand. Na, die meinte ich auch beim letzten Mal, da. Bei mir hat er die jetzt nicht. Excess hier. Bei mir hat er keine Hand. Mr. Windel. Ah, Success hier. Was? Nee, ich hab mir gerade zu meinem Hund geguckt. Weißt du, die schläft gerade so, neben ihr ist die Matratze so hingestellt, sie bewegt sich so und die fällt auf sie rauf. Das war lustig gerade. Jetzt hat er wieder Captain Hooksand. Elvis Metaxas, Nullinvite. Oh, Nulla Neva. Okay. Mal ganz kurz geschaut, ich will mal so ein paar Zauber ausprobieren, weil ich glaube, das gibt ja noch deutlich mehr Sachen, die wir bisher haben. So, damit kann man so Gift machen, das ist auch schon mal nicht schlecht. Mit Wasser und Stein kann man damit was... Oh ja. Das ist schon mal ganz geil eigentlich. Wasserfeuer kann man Dampf machen. Wassergesundheit kann man, keine Ahnung was machen. Wasserschild kann man so eine Wasserwahl machen. Wassereis kann man dieses Eisding machen. So. Dann haben wir jetzt Strom und Eis zum Beispiel nehmen. Ist da was krasses? Nee. Strom und Gift. Das ist schon mal nicht schlecht.
Turm und Dingens. Hey, wir üben noch. Wir stören uns ja einfach bei der Übung. Habe ich die jetzt ernsthaft gerade alleine gemacht und ihr wart weg? Ich probiere gerade noch Sachen aus. Ja, dann mach das doch einfach nicht. Meine Fresse. Ja, doch. Es gibt halt eigentlich voll die krassen Sachen hier, aber... Ja, bis du das erstmal eingetippt hast, ist alles vorbei. Ja, das ist richtig. Hi. A Centicorn Aider Doomer, der Fuste Brust of a Fluffy Furkel Looker. Und wer wird der Hoppertropper? Tüte der Dippergripper. Ja, von Ameisenhügel. Oh, da sind sie ja schon. Oh, da bin ich wohl tot. Boah, David. Boah, David. Oh, nicht so gut. Alter, was ist denn mit dir falsch gerade? Ah, ich hab voll die gute Idee. Ja, fast. Mach das mal gegen Hebel. Aha. Ja. Oh. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Was willst du jetzt, hä? Derjenige, der sich umdreht. Siehst du schon wieder? Ja, jetzt hau doch da einen Stein gegen. Nein, da kann man keinen Stein gegen hauen. Hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ja, klar. Wasser löscht Elektrizität. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ja. Vorsicht, da sind Bösewichte. Hä?
eine hat einen Hänger, der hängt fest. Two. Vier wäre ganz nett. Und wieder. Habe ich noch vier gedrückt, ja, oder? Gott schon. Ja, alles. Klar. Boah, ich sehe nichts mehr. Alles macht nur noch Bumm um mich herum. Ja, moin, Alter. Alter, wie lange geht eigentlich die Aufnahme schon wieder? 21 Minuten. Dankeschön! Mann. So Revenge war das. Ich hätte aber gesagt, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge, oder? Ja. Richtig? Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao!